herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Oliver Pocher und auch um Luke Mockridge und ein Aufeinandertreffen der anderen Art. Ihr seht es hier schon im Hintergrund, die einen finden es ultra lustig. Ich muss auch sagen, ich musste schmunzeln. Die anderen sagen aber auch, oh, da haben sich ja die Richtigen getroffen. Und es gibt da durchaus viel Kritik. Und da ich bei beiden Themen quasi Spezialist bin, zum einen bei Luke Mockridge als auch bei Oliver Pocher, dachte ich, wäre das doch jetzt nochmal genau das Richtige. Zu Beginn des Videos möchte ich euch aber auf eine Sache hinweisen. Am 23.12. wird es hier auf diesem Kanal einen Livestream geben. Um 20 Uhr, 20.15 geht es los. Und da feiern wir in den vierten Advent rein. Wir feiern auch in Heiligabend rein. Und wir feiern meinen Geburtstag nach. Ich habe ja am 21.12. Geburtstag, vielleicht sogar an dem Tag, wo ich das hier hochlade. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, weil ich das vorproduziere, direkt am Geburtstag hochlade oder vielleicht am 22. oder vielleicht kommt das auch schon am 20. Wenn ich ganz verrückt bin, vielleicht ist mir ganz verrückt zumute, wenn ihr das hier hört. Auf jeden Fall habe ich am 21.12. Geburtstag und weise euch damit darauf hin, dass wir das am 23.12. um 20.15 Uhr am Samstag hier ein wenig nachfeiern und in Weihnachten zusammen reinfeiern und den vierten Advent. Also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Ansonsten geht es jetzt um Luke Mockridge und Oliver Pocher und ein Aufeinandertreffen, was durchaus lustig war. Denn Oliver Pocher hat dem Dalai Lama, aka Oliver Pocher, oder sagt man besser Oliver Pocher, aka The Real Dalai Lama, eine Frage gestellt und durchaus Oliver Pocher damit auch angesprochen. Und die einen sagen, Mensch, ultra witzig, die anderen sagen, Mensch, irgendwie klappt das jetzt dann doch nicht so ganz, der Gag. Ich muss sagen, mich hat's amüsiert, ja, ich fand's lustig. Er hat ja durchaus da auch so ein bisschen Kritik an Olivers Verhalten mit reingenommen und quasi den Real Dalai Lama gefragt, Mensch, wie soll man sich als Freund denn dort verhalten? Und das fand ich eigentlich ziemlich gelungen. Joyce Ilk hat auch, Grüße gehen raus, kommentiert und gesagt, love it. Und die ist ja auch sehr gut mit Oliver Pocher und auch mit Luke Mockridge befreundet. Jetzt kann man auch sagen, ja gut, ja, die eine Seite findet es lustig, ist doch klar, dass die das alles komisch finden. Aber es gibt auch sehr viel Kritik zu diesem Aufeinandertreffen, aber auch über 50.000 Likes. Aber gehen wir jetzt erstmal in die ganze Geschichte rein. Übrigens, ich kriege immer wieder die Kommentare, bitte weist die Leute drauf hin, ich mache nur so laut jetzt einen Hintergrundbeat, weil sonst mein Video geclaimt werden könnte. Diese Klaviermusik ist immer mal ein bisschen tricky, was das Urheberrecht angeht. Das liegt nicht an mir, ich würde euch am liebsten das hier einfach abspielen. Da gehe ich aber dann quasi die Gefahr mit ein, hier einen Claim zu bekommen. Und das ist immer nicht ganz so schön. Ja? Nur, dass ihr Bescheid wisst und vielleicht mithelft, falls das wieder jemand unten kommentiert. Ansonsten zeige ich euch jetzt erstmal, was da abging. Und es ist durchaus, wie ich finde, witzig geworden. Du bist der? Ich bin der Luke. Hallo Luke, schön, dass du da bist. Ja. Luke, deine Frage. Und zwar, lieber Dalai Lama, ich habe einen guten Freund und ich will echt nur sein Bestes. Okay. Aber ich habe das Gefühl, der geht mit seiner Trennung nicht so gut um. Der lässt einfach nicht los. Ich habe dem letztens gesehen, wie er im Müll von seiner Ex-Frau rumwühlte und wirklich an dem Klopapier gerochen hat, um an dem Urin festzustellen, ob sie schwanger ist oder nicht. Ja, der geht jetzt sogar so weit, dass er den neuen Typen den besucht hat und den in einem Moment, wo der das nicht mitgekriegt hat, den eine Locke abgeschnitten hat und der versucht, den jetzt zu klonen und der ist, glaube ich, auch schon relativ weit damit und kopiert jetzt quasi diesen Typen und will eigentlich, er macht sehr viel. Ich glaube, es ist jemand, der viel wegmacht. Deine Frage ist? Wie kann ich als Freund ihm helfen, dass er darüber hinwegkommt und nach vorne blickt und nicht mehr nach hinten? Denn das Leben ist vorne so viel schöner als im Rückspiegel. Kannst du mir da helfen, Dalai Lama? Komm einfach auf die Bühne und lass dich umarmen von mir. Das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Das Wichtigste ist, dass du auf der Bühne immer nur Leute umarmst, die kleiner sind als du. Hm.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save you from tears, I give it to someone special. Twice as a... Oh, sorry. Das Publikum noch da, es war so ein Moment irgendwie, aber... Natürlich gibt es auch Stimmen, die sagen, Mensch, da haben sich ja die Richtigen getroffen. Und ein User schreibt hier, das sind meistens auch immer, muss man auch so deutlich sagen, Leute ohne Profilbild, das sind immer die Schlimmsten, sage ich euch. Wolfgang schreibt hier, Olli, hast du das nötig, dass du dich mit dem zusammentust? Also Luke Mockridge wird immer noch sehr kritisch gesehen aufgrund der Geschichte mit Ines Agnoli. Wer im Ines Agnoli-Game und Luke Mockridge-Thema gar nicht drin ist, der sollte sich auf meinem Kanal Da Vinci mal die Videos zu Luke Mockridge, die Playlist durchschauen. Das geht ja auch schon seit Jahren und ist sehr, sehr interessant, wie ich finde. Hat aber 116 Likes bekommen, immerhin. Und dann geht es hier auch mit einem Kommentar weiter, der 400 Likes bekommen hat. Und da wird geschrieben, mieseste Comedy und Charakterkombination, die jemals zusammen auf einer Bühne war. Also man merkt, die Stimmen werden immer negativer. Und dann gibt es hier auch noch dennoch positive Leute. Ja. Also hier zum Beispiel auch eine Userin, die sagt, dass das jetzt hier so einseitig ist, das Fazit, ja. Es gibt hier auch durchaus positive Leute, wie zum Beispiel hier eine Userin, meine ich. Ich weine, tolle Worte von Luke und schön zu sehen, dass er für seinen Freund da ist, auch wenn es zum Schluss auf der Bühne wieder typisch Olli wurde. Aber verstehe auch, wenn man etwas peinlich berührt ist und irgendwie von solch einem großen Publikum nicht losheulen möchte. Und ja, es war durchaus auch ein emotionaler Moment. Klar, Olli blödet dann immer ganz gerne rum, aber ich denke auch, dass das bei Olli durchaus auch ankam. Ja? Aber es wurde handgreiflich, ja, es wurde sich berührt, ja, auch untenrum. Und da kann man natürlich auch drüber streiten. Dann gibt es hier auch noch einen User, der einen relativ langen Kommentar hier verfasst hat. Ich trage ihn einfach mal vor. Ich finde das echt krass. Ich bin tatsächlich seit 15 Jahren oder so ein Fan von Oliver Pocher, weil ich ihn zu 95% lustig finde. Und hier... Und da, finde ich, übertreibt er es. Aber trotzdem, allem finde ich ihn halt lustig. Aber das ist schon peinlich. Ein Mann im mittleren Alter, der nicht akzeptieren kann, dass seine Frau sich in wen anderes verliebt hat. Sollte es überhaupt so sein? Außerdem hat er seine Ex ja auch betrogen. Zumindest waren da mehr Beweise damals als jetzt bei Amira. So viel zum Karma. Was ist da jetzt gemeint mit? Weiß ich jetzt nichts von. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob da jetzt Amira mit gemeint ist oder eine andere Beziehung. Also das ist ja schon wieder, geht ja schon Richtung Rufschädigung hier. Also davon kann ich mich nur distanzieren, bevor ich hier Post von welchen Anwälten bekomme. Ja? Also das hat hier nur der User geschrieben. Ich trage es hier nur vor. Das ist schlichtweg peinlich langsam, wenn man in seinem Ego so verletzt ist, dass man nur um sich schießt, ohne daran zu denken, wie es denn Kindern geht. Gerade er, der sich über solche Leute so lustig machen würde, schade drum. Und ich denke, das ist auch nochmal so ein ganz guter Hinweis und auch ein ganz guter Punkt, dass man das durchaus auch kritisieren darf. Denn, wie gesagt, die Kinder sollten an erster Stelle für Amira und Oliver Pocher stehen, auch nach der Trennung. Und ich denke, das machen die auch ordentlich. Es soll ja auch dieses klärende Gespräch per Telefon jetzt gegeben haben, worüber ich vielleicht jetzt auch schon das Video hochgeladen habe. Oder es kommt die Tage, also lasst ein kostenloses Abo da, wenn euch das interessiert. Ansonsten kann ich nur sagen, würde ich es auch ganz gut finden, wenn Oliver Pocher sich mehr auf die Bildschirmkontrolle konzentriert. Und ein bisschen den Bion mit seinen Bildschirmkontrollen ärgern ist ja okay, aber sich da so reinsteigern, ich weiß nicht, ob sich das jetzt so lange trägt. Denn es ist ja auch immer wieder in seiner Story Werbung für seine Tour mit dabei und das soll ja bis in den Herbst nächsten Jahres gehen. So lange sind schon die Termine zum Teil ausverkauft, das läuft ja auch durchaus gut. Ich muss aber sagen, wenn er dann wirklich den Liebeskasper bis dahin durchspielt mit Surreal Dalai Karma, ich weiß nicht, ob diese Figur dann so lange funktioniert. Ja? Ich würde sagen,
Im neuen Jahr sollte er sich dann spätestens im Februar mal was Neues einfallen lassen, weil sonst wird es irgendwann auch nur noch stumpf und blöd. Oder wie seht ihr das? Würdet ihr da noch hingehen oder habt ihr vielleicht schon Karten für das Ganze dort gebucht für die Tour und sagt, nee, genau die Geschichte will ich da jetzt die nächsten Wochen weiterhin sehen und die nächsten Monate? Kann ja auch sein. Oder sagt ihr auch, nee, dann wird es ein bisschen dünn, wenn er sich jetzt nur auf dieser Figur da versucht, ein Bühnenprogramm auszudenken. Aber ihr seht ja, es ist nicht so unerfolgreich, ja, die Hallen sind voll und man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Das soll es dann erstmal für dieses Video hier gewesen sein und ich wünsche euch dann einen wunderschönen Tag und genießt es und wir sehen uns dann die Tage auch wieder vor der Kamera wieder. Bis dann und ciao, ciao.